Die Danpower Unternehmensgruppe ist ein mittelständisch strukturiertes Wärmeversorgungs- und Contracting-Unternehmen mit Sitz in Potsdam. Mit 84,9% gehört sie mehrheitlich zur Stadtwerke Hannover AG. Die Danpower Gruppe ist in Deutschland und im Baltikum tätig und beschäftigt derzeit ca. 400 Mitarbeiter. Seit dem Jahre 2011 betreibt die Danpower am Standort Delitzsch ein Biomassekraftwerk. Das Kraftwerk kann mit seiner Leistung eine Stadt mit bis zu 50.000 Haushalten mit Elektroenergie versorgen. Das Biomassekraftwerk wird mit Altholz der Kategorien A1 bis A4 betrieben, das durch die menschliche Nutzung anfällt. Jährlich werden ca. 160.000 Tonnen Brennstoff benötigt. Bei Anlieferung des Brennstoffes werden die Fahrzeuge bei Einfahrt und Ausfahrt gewogen. Aus der Differenz ergibt sich die gelieferte Brennstoffmenge. Der schon zerkleinert angelieferte Brennstoff wird in der Anlieferhalle abgekippt und von dort mittels Fördertechnik dem Brennstofffördersystem zugeführt. Über einen Schrägförderer wird der Brennstoff entweder in ein Silo transportiert oder dem Kessel direkt zugeführt. Im Kessel verbrennt das Altholz auf einem beweglichen Rost bei ca. 1200 Grad Celsius. Durch die Verbrennung wird das in den Kesselrohren zirkulierende Wasser zu Dampf erhitzt. Dieser Dampf treibt dann die Dampfturbine an. Im nachfolgenden Multizyklon werden durch Zentrifugalkraft grobe Aschepartikel abgeschieden. In der Rauchgasreinigung werden die in den Abgasen vorhandenen Staubpartikel ausgefiltert. Die Abgase durchströmen senkrecht angebrachte Gewebefilterschläuche. Die Dampfturbine kann in dem angeschlossenen Generator eine maximale elektrische Leistung von ca. 21 Megawatt erzeugen. Die Leitwarte ist das Herzstück der Anlage. Alle wichtigen Abläufe werden durch Schichtleiter und Anlagenfahrer permanent überwacht und geregelt. 27 Mitarbeiter sind für den Betrieb des Biomasseheizkraftwerks beschäftigt. Danpower – Energie für morgen.